Wann hast du dich zuletzt richtig entspannt, glücklich, zufrieden oder ausgelassen gefühlt? Für viele Menschen ist das Glücksgefühl im Moment Mangelware. Sie fühlen sich gestresst, angespannt, ob all der Dinge, die auf uns jeden Tag einprasseln. Ich möchte dir heute eine konkrete Übung zeigen, die nachgewiesenermaßen deine Glücksgefühle, dein Wohlbefinden stärken kann. Und ganz darüber hinaus eine Fähigkeit trainiert, die dir dabei hilft, besser mit Stress umzugehen und deine Resilienz zu trainieren. Du brauchst für diese Übung nicht mehr als deinen Kopf, deine Fantasie und circa 8 Minuten Zeit. Die Übung geht auf Professor Sonja Lubomirski zurück. Sie arbeitet als Psychologin, als Professorin an der University of California. Und ich stelle sie euch hier ganz kurz vor. Nimm dir entweder gleich, nachdem du dieses Video gesehen hast, oder heute Abend in einer ruhigen Minute etwa 8 bis 10 Minuten Zeit. Geh mental in deinem Kopf zurück und überleg dir, was sind die allerschönsten Momente, die berührendsten Lebensereignisse, auf die ich zurückblicken kann. Wähle einen Moment aus, in dem du dich besonders gut gefühlt hast, an den du gerne zurückdenken möchtest. Setz oder leg dich bequem hin. Du kannst jetzt natürlich auch die Augen schließen für diese Übung. Und nun versuche, dieses besonders schöne, für dich berührende Lebensereignis vor deinem inneren Auge aufziehen zu lassen. Versuche es wie einen inneren Film nochmal durchzugehen, nochmal mitzuerleben. Tauch ganz ein in all die Gefühle, die hochkommen, wenn du vielleicht an deinen Hochzeitstag denkst oder an einen besonders schönen Moment im Familienurlaub mit deinen Kindern oder vielleicht auch an einen besonders großen Erfolg, den du erleben durftest beruflich. Nimm diese Gefühle, die auftreten, ganz bewusst wahr. Und nimm auch die Gedanken wahr, die dir in dem Moment durch den Kopf gehen. Versuch, die Situation intensiv in dir aufzunehmen, wachzurufen. Du musst die nicht strukturiert durchgehen, sondern versuch wirklich innere Bilder entstehen zu lassen und all das mitzunehmen, was diesen Tag für dich so schön, so besonders gemacht hat. Wenn wir den Forschungsergebnissen zu dieser Übung glauben dürfen, macht uns diese Übung nicht nur unmittelbar glücklicher, also sie sorgt für längere, für intensivere positive Gefühle, sondern Menschen, die an 3 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 8 Minuten sich ganz bewusst in ein schönes Lebensereignis hineinbegeben, das vor ihrem inneren Auge wachrufen und ganz bewusst die Gedanken und Gefühle zulassen, die damit verbunden waren, sind sogar noch 4 Wochen später fröhlicher, ausgeglichener, zufriedener als eine Gruppe, die das nicht getan hat. Vielleicht hast auch du Lust, diese kurze Übung durchzuführen. Ich habe sie selber getestet die letzten 3 Tage, bin ganz eingetaucht in verschiedene Situationen, an die ich mich sehr gern zurückerinnere und kann sagen, aus meiner Sicht, es funktioniert. Ich werde das sicherlich auch ab und zu mal wieder machen, gerade jetzt in dieser Zeit, in der man sonst so eingeschränkt ist. Diese Übung trainiert ganz nebenbei unsere Genussfähigkeit, das heißt die Fähigkeit, ganz bewusst auch kleine Dinge zu schätzen, wahrzunehmen und dadurch eben die schönen Gefühle, die damit verbunden sind, zu verlängern und zu intensivieren. Und gerade diese Genussfähigkeit, das wissen wir aus der positiven Psychologie, die schützt uns einerseits gegen Stress, sie ist aber auch ein wichtiger Schutzfaktor gegen die Entstehung von Depressionen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Eintauchen in deine schönsten Lebensmomente und fände es schön, wenn du vielleicht unten teilst, wie es dir mit der Übung ergangen ist. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie man die Resilienz stärken kann, wie wir Kinder stark machen können fürs Leben, gerade auch in nicht so einfachen Zeiten, empfehle ich dir gerne das Buch Geborgen, mutig, frei, das ich zusammen mit meinem Kollegen Fabian Grollimund geschrieben habe. Einen wunderschönen Tag und bis bald!